Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einem neuen Dragon Quest Projekt, und zwar Dragon Quest 6, Wandler zwischen den Welten. Ja, ich muss sagen, das ist das erste Dragon Quest, was mal eine Zahl besitzt. Teil 5 und Teil 4 hatten ja nicht mal die Zahl. Auch dieses Dragon Quest ist ein Blind Let's Play, so wie alle anderen Dragon Quests, die noch folgen werden. Aber starten wir mal. Abenteuer fortsetzen. Nein, neues Abenteuer beginnen. Frei. Ich gebe natürlich unseren Namen ein. So. Da haben wir jetzt bald Geschäft. Jawohl. Und los geht's. So, Tagebuch wird angelegt. Bitte entfernen Sie das nicht. So, da fängt das auch schon an. Ah, ja. Man muss was drücken. Schon so früh wach? Hast du schlecht geschlafen, nehme ich an? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich auf ein Schwert schlafe, tut das bestimmt mein Kopf weh. Nun, da bin ich erleichtert. Du wirktest unruhig. Ich hatte das Gefühl, dass deine Träume nicht von der friedvollen Art waren. Das ist nun natürlich... Die Zeit ist schließlich beinahe gekommen. Wo steckt er denn bloß? Er wollte den Vater vorne überprüfen, aber das ist schon eine ganze Weile her. Oh, wer bist du? Na, genug gesehen, ihr beiden? Ja, momentan kriegen die keinen Stimmen, weil die keinen Namen haben. Also, ne? Ich habe in... Investigator Ausspio ausgekundschaftet. Kein Zweifel. Das ist das. Das ist ganz sicher der Ort. Habt ihr euch lange genug ausgeruht? Höchste Zeit für uns abzuhauen. Er hat recht. Es bringt nichts. Bringt uns nichts weiter hier herumzutrödeln. Es war eine lange Reise, aber unser Ziel ist bereits in Sichtweite. Wir haben keine andere Wahl, als weiterzumachen. Okay, man wird einfach so in das Geschehen reingeschmissen. Packen wir es an, Drono. Der Schreckensfeind wird sich nicht mit von selbst besiegen. Ach, sind die auf dem Weg zu irgendeinem Boss? Das Schicksal der Welt hängt von diesem Kampf ab. Gehen wir siegreich daraus hervor, wird der Frieden wiederhergestellt sein. Ach, das ist der Endboss. Okay, das Spiel ist gleich schon durch, Leute. Wir sind bestens vorbereitet und zu allem bereit. Komm schon, Drono. Wir müssen los. Oh, da hat es Klinge gemacht. Ah, ich kann bewegen. Ich habe kein Menü. In der Gruppe sind zurzeit keine Gesprächspartner vorhanden. Was kann ich damit machen? Löschen. Yeah. Kann ich das auch wieder anmachen? Nö, ich kann es nur löschen. Na gut, dann laufen wir einfach hinterher. Schöne Musik. Oh, schöne Musik. Muss ich ja zugeben. So, da oben sind die. Mordar hat sich direkt oberhalb dieser Klippe in seiner Feste verkrochen. Mordar? Ist das der... Heißt der Typ da oben so? Oder ist das ein anderer? Ei, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Mordar, nee, du bist glaube ich nicht Mordar. Ich glaube, Mordar ist der Gegner, den sie jetzt bezwingen wollen. Die letzte Etappe unserer Reise liegt vor uns. Wenn die Legenden wahr sind, müssen wir jetzt nur noch auf diese Ocarina spielen. Ist das nicht falsches Spiel? Warum haben wir hier eine Ocarina? Naja gut, so ist es halt. Nun, einen Versuch ist es wohl wert. Kommt dann Eponia? Das wär's jetzt. Kommt das Pferd von Link an?
Interessant, hört sich fast so, hört sich wie eine echte Ocarina an. Aber sieht ein bisschen anders aus. Also gelb und nicht blau. Und ein Drache kommt. Okay, wir springen alle auf den Drachen drauf. Ah, ich kann mich wieder bewegen. Wo sind wir? Hast du auch eine Prise von dieser vollen Luft abbekommen? Ei, das ist Mordas Burg. Okay. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als weiterzugehen. Weise uns den Weg, Doruno. Ja, ausgerechnet ich, der keinen Plan hat, wisst ihr? Die Tür ist fest verschlossen. Ich bin gefangen! Wo bin ich hier überhaupt? Im Mordans Schloss. Okay, das ist schon mal sicher. Also, okay, das heißt, es gibt nur einen Weg. Gut. Ich kann nicht hier rumstöbern. Schade. Ich wollte doch Truhen oder. Wie heißt gleich hier diese Dinger kaufen? Ich habe immer noch kein Menü. Seid vorsichtig, Bruno. Ich spüre, dass unsere Anwesenheit hier nicht unbemerkt geblieben ist. Was auch der andere war. In Ordnung, weiter geht's. Okay. Ich laufe jetzt einfach mal. Ab zu ihnen. Oh. Ist das Giftgas? Was hier austritt? Dieses vollige Ding. Dorno, warte! Morda wartet hinter dieser Tür auf uns. Ich kann es spüren. Die Zeit zu handeln oder zu sterben, Dorno. Bis jetzt war es aber das reinste Kinderspiel, findest du nicht auch? Ja. Nicht wahr? Ich meine, warum sollte man so einen gruseligen Turm bauen? Wieso Turm? Das ist so eine Festung schon. Wenn man dann einfach so ohne Kampf hineinspazieren kann. Pah. Ich hab das Nachdenken satt. Nach die Dorno. Ja, der ist wohl nur so ein Haut-drauf-Typ. Gut, gehen wir ab zum Mörder. Oh, was ist denn hier? Neblig. Oder haben wir Halluzinogen geschluckt? Wie? Was geht hier vor sich? Was ist das für ein Nebel? Ich kann überhaupt nichts. Da ist eine Krone. Hä? Wir schweben. Okay. Dachtet ihr, es würde so leicht sein? Idioten, macht euch bereit, den Rest der Ewigkeit als leblose Steinklumpen zu verbringen. Nein, nicht schon wieder Stein, das hatten wir doch schon beim letzten Mal. Oh nein, jetzt dreht er uns auch noch wie am Spieß. Oh, mir wird schlecht. Ja, nee, ist klar. Na, ist klar, ja, ist okay. Ja, nee, ist klar. Er tötet uns. Er tötet uns. Oh. Dorono,
Was ist passiert? Oh, ich bin aus dem Bett gefallen. Wer bist du? Tanja! Du bist mir ein feiner Bruder, Ono. Mich so zu erschrecken. Aus dem Bett zu fallen ist keine gute Art, den Tag zu beginnen. Bist du auch wirklich okay? Ich glaube schon. Oh, übrigens, Bürgermeister Spindel hat vorhin kurz vorbeigeschossen und wollte dich sehen. Ich habe ihm gesagt, dass du schläfst. Er meinte, er würde später noch einmal wiederkommen. War das alles nur ein Traum? Wir haben wohl nur einen schlechten Traum gehabt. Ja, okay, hier. Jetzt haben wir auch ein Menü. So, erstmal gucken. Du bist ein Dorfbursche. Unser Held. Okay. Dann können wir anfangen hier. Ein Lederhut. Cool. Kann ich bestimmt direkt ausrüsten, ne? Oh ja, 9. Ausrüsten. Jawoll. Was haben wir hier Schönes drin? Oh, keine Musik. Das gefällt mir gerade nicht. Was ist das? Was? Es gibt Säcke für Goldmünzen? Cool. Das Design haben sie mal ein bisschen geändert. Oh, ein Flinkheitssamen. Können wir auch direkt mal schlucken. Benutzen. Flinkheit. Flinkheitssamen steigt um 3. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ah, die Stats. Was war das denn? Wir hatten 6 Flinkheits. Okay. Oh. Oh, da ist sie. Erstens, in welcher Stadt sind wir? Wo ist hier die Empfangsdame? Oder gibt es keine? Oh, ich wollte gar nicht raus. Oh, Moment mal. Die Karte sieht ja schon sehr interessant aus. Uiuiui. Uiuiui. Ich bin gespannt. So, erzählt ihr mir, wo ich hier wem finde? Deine Schwester wird aber wirklich schnell erwachsen. Tanja ist meistens genauso bezaubernd wie deine Mutter. Die Göttin gebe ihre Seele Frieden. Eines Tages wird sie eine feine Dame sein. Ja? Guten Morgen, Doruno. Der Bürgermeister hat vorhin nach dir gesucht. Ja, das haben wir schon herausgefunden. Was? Wo es zum Haus des Bürgermeisters geht? Da hat wohl jemand letzte Nacht nicht seine nötigen 12 Stunden Schlaf bekommen. Warum 12? Selbst ich brauche keine 12 Stunden Schlaf. Es ist da oben auf dem Hügel, gleich hinter den 7 Bergen und den Dornröschenbusch. Nein, hinter der Kirche. Das weißt du doch, du Schlafmütze. Ja, natürlich, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wollte dich nur auf die Probe stellen. Ich wusste haargenau, wo der Bürgermeister ist. Oh, Halbkraut. Dann bist du der Kramladen, ne? Was hast du denn Schönes? Nee, doch nicht. Meine Mama hat mir früher Geschichten von einem Bösewicht namens Mordar. Bam! Kriegst du einfach auf die Fresse. Von dem habe ich vorhin geträumt. Erzählt, der darauf aus ist, die Welt zu erobern. Noch so ein blöder Typ. Das ist doch alles Gewäsch, sage ich. Die Herren des Berges wird uns für immer beschützen. Darauf kannst du wetten. Wir schulden unseren Herren des Bergs viel, Drono. Nimm sie nicht als selbstverständlich hin. Okay. Was haben wir denn hier? Ach so, der Opa ist der Kramladen. Dann haben wir einen Waffenladen, einen Pub und eine Kirche. Okay. Tut mir leid, der Laden hat noch nicht geöffnet. Komm ein bisschen später wieder in Ordnung. Ach Mann, ich wollte jetzt schon einkaufen gehen. Gut, dann besaufe ich mich eben. Oder ich klaue hier einfach mal Drehgoldmünzen. Sehr schön. Ich muss mich jetzt mal dran gewöhnen, dass das einfach mal ein anderes Motiv ist. Oder ein anderes Ding. Also keine Goldmünzen als Form, sondern ein Goldsack. Also ein Sack mit Goldmünzen drin. War auch nicht schlecht. Sei gegrüßt, Bruno. Suchst du nach meinem nutzlosen Sohn? Waldemar. Och Mann. Was ist das für ein Name? Waldemar. Ist wahrscheinlich bei diesen Felsvorsprung im Süden. Und sieht dem Wind beim Wehen zu. Oder was auch immer er sonst dort treibt. Ich hoffe, er guckt nur Löcher in der Luft.
Ansonsten will ich es gar nicht wissen. Die Göttin erbarme sich, dass er zur Abwechslung auch mal versucht, einen Tag mit guter, ehrlicher Arbeit einzuleben. Ja, da kann ich nichts sagen. Was sagst du? Pah, dämlicher Spindel glaubt wohl, ich bin zu abgehalftet für eine Reise hinter ins Tal, was? Nun, da hat er sich aber gründlich getäuscht. Jo. Dem alten Knacker schwollt ganz schöner... Was? Dem alten... Oh. Dem alten Knacker schwollt ganz schön der Kamm. Ich kann's ihm aber auch nicht verübeln. Der arme Kerl musste die Dorf... die Dorfwaren immer hinter auf dem Markt in Schachingen schleppen. Aber damit ist es Schluss. Okay. Ich will jetzt nichts trinken. Ich darf auch nichts trinken. Bist du Waldemar? Huch! Nee, du bist nicht Waldemar. Bruno untersucht das Gekritzel an der Wand. Waldemar ist ein Weichei. Okay. Komisch. So. Oh, haben wir noch einen Goldsack mit 10 Goldmützen drin. Sehr schön. Und hier haben wir eine Schule? Nee, eine Weberei. Cool. Oh, große Güte, ich stehe mir bei schon wieder eingeklemmt. Dafür bin ich einfach nicht gemacht. Ich bin eine Kleiderträgerin, keine Kleiderweberin. Okay. Beweg die Finger, lümmel nicht so rum. Du willst das Zeug doch verkaufen, oder? Webe, webe, webe! Eine alte Hexe hier ein. Wir mögen Hinterwäldler sein, aber unsere Waren können sich mit allem messen, was die großen Städte zu bieten haben. Die Frauen weben Stoffe, während wir Männer die kompliziertesten Holzstulpturen schnitzen, die du je gesehen hast. Viel davon wird auf dem Basar südlich von hier verkauft. Dort wird es den Händlern förmlich In allen Regeln steht es drin. Diese Hälfte funktionieren nicht mehr, wie sie sollen. Nimm meinen Ratschlag an und werde niemals alt, Kleiner. Ja, das ist für jeden wohl der beste Traum, aber da können wir nichts ändern. Morgen, Bruno. Du weißt doch, dass der Bürgermeister heute früh an deine Tür geklopft hat, oder? Ich wette, er wollte etwas wegen des diesjährigen Glücksfestes mit dir besprechen. Glücksfestes? Okay, da oben ist der Bürgermeister. Warte mal. Bürgermeister Spindels Haus. Ach, guck mal, gibt's sogar noch ein, Hallo, Bruno. Suchst du wohl nach dem Bürgermeister? Den findest du bestimmt drinnen. Jede Wette. Nein, ich wollte einmal kurz hier... Nein! Dann halt so rum. Wollte einmal das hier machen. Ah, ein Halbgrad. Bist du Waldemar? Woher kommen wir? Wohin gehen wir als nächstes? Wie lange bin ich schon hier? Letztendlich kann ich mir nicht einmal darüber sicher sein, soweit der junge König von... Somalia. Ist das irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Der war mir zu komisch. Ja. Ich glaube, der war Waldemar. Nee, Waldemar war südlich, ne? Warte mal. Ey, den Haus machen wir noch gar nicht. Ach doch, das ist unser Haus. Ah! Schon vergessen, wo wir wohnen. Eine Kirche. Gut. Ich wollte mal kurz. Ah, in den Waffenladen. Oh, ich will die hier, die Glitzerrüstung haben. Eine prächtige Rüstung liegt in der Auslage. Sieht nicht aus wie etwas, das die Sohn leisten könnte. Ja, war ja klar. Ich hab doch 93 Goldmünzen, das muss doch reichen. Hallo, du. Der Bürgermeister hat euch schon überall gesucht. Warum seht ihr nicht nach, was er von euch will, anstatt hier drinnen herumzutrödeln?
Ich wollte nur mal gucken, was du was für Angebote du hast. Na gut. Dann gehen wir zum Bürgermeister.